Ich begrüße euch diesen Morgen. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid, trotz all diese Festivitäten und der Nacht, die man hier machen konnte. Ich freue mich auf Sebastian Voltner als Vertreter der Astronomie jetzt hier. Von dem her, dass du halt dort sicher mehr weißt als die meisten von uns hier auch und dich schon länger auch damit beschäftigst. Und ja, die Idee zu diesem Vortrag habe ich dir eigentlich untergeschoben, weil ich finde es eine sehr spannende Geschichte. Mhm. Ja. Ja. Ja, ich überlege. Sehr gerne darüber. Ich komme ja von der Astrofotografie und schreibe momentan eine Dissertation über die wissenschaftliche Fotografie. Ja, und so meinte Rolf, weil ich eben seit über 20 Jahren mich mit der Thematik beschäftige, ich könnte doch auch mal über dunkle Materie und dunkle Energie sprechen und auch wie es eben zur Verschiebung des Weltzentrums oder der Weltzentren im Laufe der Jahre kam. Erstmal komme ich zum geozentrischen Weltbild, das ist einfach die Inhaltsangabe. Das heliozentrische Weltbild folgt die Gravitation und Wellen der Raumzeit, das ist ja sehr brisant, zumal dieses Jahr zum ersten Mal ein Nachweis war von Gravitationswellen. Die Milchstraße und das galaktische Zentrum, Welteninseln, also wie Galaxien. Die dunkle Materie, die Urknalltheorie, was dunkle Energie ist. Die dunkle Energie, Materie versus dunkle Energie und wo ist das heutige Zentrum? Und dann gebe ich einen kleinen Ausblick. Ja, so stellte man sich, das kennt man ja, das Bild vor, die Erde als Scheibe mitten in der Welt, ringsherum eben die Planetensphäre, daherum diese Sternsphäre und was dahinter kam, Gott, und unter der Scheibe der Erde eventuell die Hölle. Und das geozentrische Weltbild, die Erde wurde als Scheibe und als Zentrum der Welt gesehen. Als älteste Darstellung des Himmels gilt die Himmelsscheibe von Nebra aus der Bronzezeit. Hier zeige ich mal, das ist im Grunde so, dass es auf den ersten Anblick sehr diffus erscheint, dass man einfach mal auf so einer Scheibe irgendwelche Sterne hätte, aber die Winkel, die man hier feststellt zwischen dem Sonnenbogen oder den Spitzen des Mondes, sind schon frappierend und man kann auch sehr schön erkennen, die Plejaden und die Hyaden. Und das Schöne ist, alle Planeten, auch eben Mond und Sonne, wandern durch das goldene Tor der Ekliptik, was hier dargestellt ist. Ist also auch eine interessante Darstellung, die auch damals verwendet wurde. Im Mittelalter waren bereits antike Überlieferungen bekannt, die von einem Erdumfang von 46.000 Kilometer sprachen. Tatsächlich hat die Erde einen Umfang von rund 40.000 Kilometer. Ist also erstaunlich, was auch allein aus Berechnungen und Beobachtungen abgeleitet werden konnte. In der Antike wurde bereits widerlegt, dass die Erde eine Scheibe ist und ihre Kugelgestalt wurde erkannt. Aristoteles begründete, warum die Erde eine Kugel sein müsste. Doch die Erde stand in diesem Weltmodell dennoch im Zentrum. Das hatte zur Folge, dass die Planetenbewegungen und die Bewegungen der Sterne als Epizyklen erklärt werden mussten. Es stimmt aber sehr gut mit den Beobachtungen überein. Und was sind eigentlich Epizyklen? Hier erklärte man, okay, die Erde steht in der Mitte. Und damit das irgendwie funktioniert mit den Schleifenbewegungen der Planeten, mussten Körper erklärt werden, irgendwelche Kristallsphären, um die sich wieder herum Kreise bewegen. Und wenn das nicht gepasst hatte, hatte man um diesen Kreis wieder einen kleinen Kreis. Also immer wieder Kreise in Kreisen in Kreisen, sodass diese Schleifenbewegung der Planeten zustande kam. Und das war im Grunde ein Hilfsmodell, um die Erde weiter im Zentrum bestehen zu lassen. Ptolemäus war eigentlich stärkster Vertreter des geozentrischen Weltbildes. Ich komme jetzt zum heliozentrischen Weltbild. Kopernikus erkannte, dass es auch einfacher gehen müsste. Er nahm an, dass die Sonne im Zentrum steht. Das heliozentrische Weltbild sieht die Sonne im Zentrum des Universums. Dennoch könnte man sagen, benutzen wir heute noch das heliozentrische Weltbild. Heute gilt das heliozentrische Weltbild im Grunde noch immer, denn die Sonne ist immerhin im Zentrum unseres Planetensystems.
Kopernikus gibt 1542 die Einwilligung, seine These über das heliozentrische Weltbild drucken zu lassen. 1616 wurde das Werk von der katholischen Kirche auf die Liste der verbotenen Bücher gesetzt. Johannes Kepler konnte mit Aufzeichnungen von Tycho Brahe zeigen, dass das heliozentrische Weltbild korrekt war, und er fand heraus, dass die Planetenbahnen keine Kreise, sondern Ellipsen sind. Und Galileo Galilei stützte durch seine Beobachtungen dieses Weltbild und half sogar Kepler, seine Theorie zu beweisen. Damit geriet er natürlich in Konflikt mit der Kirche. Ja, und Newton berechnete mit seinem Gravitationsgesetz die Keplerschen Gesetze und konnte beweisen, dass das heliozentrische Weltbild sogar stimmt. Und erst 1822 akzeptierte die katholische Kirche das kopernikanische Weltbild. So lange hat das gedauert. Ja, und um das mal noch abzurunden, Albert Einstein räumte kreativ auf und ließ Zeit und Raum dehnbar erscheinen, während er die Lichtgeschwindigkeit als konstante Größe sah. Und jetzt ein wichtiger Punkt, viele behaupten ja, okay, man kann ja immer irgendwas als konstante Größe nehmen, aber die Lichtgeschwindigkeit wurde nicht durch Einstein als absolutes Maß festgelegt. In Messungen zeigte sich die mysteriöse Natur des Lichts. Dies führte erst zu Einsteins Überlegungen und schließlich zur Relativitätstheorie. Denn man beobachtete, dass das Licht unabhängig davon, wo man sich befindet, immer mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnt, wohlgemerkt im Vakuum. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel auf einen Zug zubewege, von dem aus Licht ausgeht, messe ich Lichtgeschwindigkeit. Und sogar, was man heute im Teilchenbeschleuniger macht, dass man Protonen fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, und zwar in einem Ring in die Richtung und so herum, prallen die mit auch wiederum fast Lichtgeschwindigkeit auf, weil es sich nicht in dieser Hinsicht addieren würde, weil es schon relativistische Effekte gibt, dass man Zeit und Raum variabel hält, dass dieses Phänomen, dass man immer beobachtet, dass die Lichtgeschwindigkeit Lichtgeschwindigkeit ist, funktioniert. Das war eigentlich ein sehr, sehr interessanter Griff von Einstein. Ja, und Dellen und Wellen in der Raumzeit. Der erste Nachweis von Gravitationswellen gelang Anfang 2016 vom LIGO-Observatorium. Dieses Observatorium besteht im Grunde aus zwei Laserstrahlen, die über Interferometrie, also im Grunde über kleinste Wellen, herausfinden, ob es Verschiebungen gibt im Raum, ob eine Strecke gestaucht oder gestreckt wird von diesen zwei Strahlen, die hier laufen, die zur selben Zeit losgeschickt werden und wieder an einem Punkt vereint werden. Und wenn da Verschiebungen auftreten, kann man berechnen, ob hier sich eine Strecke verkürzt oder verlängert hat. Und das ist 2016 eben gelungen, herauszufinden, tatsächlich, es hat sich eine Strecke gestaucht und verändert, sodass das als Nachweis der Gravitationswellen gefeiert wurde. Aber das tritt nicht unbedingt bei Planeten auf, solche Gravitationswellen, sondern eigentlich, also die treten wahrscheinlich auch bei Planeten auf, aber nicht in der Intensität, dass man es so messen könnte. Das musste eine gewaltige Explosion gewesen sein oder zum Beispiel das Verschmelzen von schwarzen Löchern, sodass man solche Phänomene gravitativ beobachten könnte. Aber im Grunde ist eine neue Ära hinzugekommen, denn erstmals lassen sich extreme kosmische Vorgänge über Raumzeitverkrümmungen verfolgen. Und es scheint, als wäre ein neuer Sinn der Astrophysik hinzugekommen. Ich hatte ja gesagt, dass im Grunde die Erde dann nicht mehr im Zentrum stand, dann auch die Sonne. Man musste erkennen, auch in den 30er Jahren, dass das galaktische Zentrum irgendwie etwas ausstrahlt, wie Radiowellen oder andere Wellen, und man dachte, da ist irgendwas Seltsames. Und es sind tatsächlich auch schwarze Löcher, die im Zentrum der Milchstraße zu finden sind. Und wir mussten erkennen, die Sonne ist ein ganz gewöhnlicher Stern unter sehr vielen anderen Sonnen. Sie befindet sich am Rand unserer Milchstraße, also auch nichts mehr mit Zentrum. Unsere Milchstraße ist eine von sehr vielen Galaxien. Sie treibt mit anderen Galaxienhaufen sogar durch das expandierende Universum. Also noch nicht einmal mehr unser galaktisches Zentrum mit unserer Heimatgalaxie ist hier Zentrum. Alles scheint sich irgendwie so um eine Galaxie zu bewegen. Auf der anderen Seite stellte man fest, also Hubble zum Beispiel, auch mit der Hubble-Konstante und dem Hubble-Radius, stellte fest, dass alle Galaxien, egal welchen Punkt man beachtet, irgendwie sich voneinander entfernen, auf großen Skalen. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel die Andromeda-Galaxie kommt auf uns zu, aber auf großen Skalen gemessen entfernen sich alle Objekte voneinander. Und das zeigte ganz interessante Geschichten. Was man hier sieht,
ist das Milchstraßenzentrum. Dieses Bild konnte ich in Namibia machen, das war 1999. Das ist keine besonders vergrößerte Ansicht der Milchstraße, es zeigt einfach den gesamten Himmel. Das heißt, der Horizont verläuft um das Bild herum. Das ist mit einem Fischaugenobjektiv gemacht. Das heißt, ich habe ein Fischaugenobjektiv nach oben gehalten und habe eine Dreiviertelstunde einfach mal das Licht einwirken lassen auf den Film. Das war damals noch Film. Und mal geguckt, was drauf ist, und man sieht die komplette Südmilchstraße von Namibia aus gesehen, die einzelnen Milchstraßenwolken und das Milchstraßenzentrum. Und sogar auch noch eine kleine Begleitgalaxie, die kleine Magellanische Wolke. Und das Milchstraßenzentrum ist eben hier, und in der Mitte sollen schwarze Löcher sich befinden. Das ist nicht so abstrakt, das Ganze. Das Milchstraßenzentrum ist auch von unseren Orten hier zu sehen, zum Beispiel über Wäldern, wenn es ordentlich dunkel ist, sieht man so das Milchstraßenzentrum nur nicht in der Farbe. Aber von der Größe, von der Entfernung, wie sie jetzt gerade sitzen, passt das. So groß erscheint das Milchstraßenzentrum am Himmel. Und es ist gar nicht lange belichtet, gerade mal 10 Sekunden. Und was sind eigentlich Galaxien? Das da sind im Grunde Galaxien. Hier oben zum Beispiel eine Feuerradgalaxie, also die M83. So ungefähr sieht unsere Galaxie von oben aus. Und hier unten rechts die Andromeda-Galaxie. So sähe auch ungefähr unsere Galaxie aus, wenn man so ein bisschen schräg drauf schauen würde. Und das Schöne dabei ist, die Andromeda-Galaxie hat auch zwei Begleitgalaxien wie unsere Galaxie, die kleine und die große Magellanische Wolke. Und hier sind eben auch zwei Begleitgalaxien dabei. Aber wie verhalten sich eigentlich Galaxien? Im Grunde sind das kosmische Ballungsräume. Es gibt hier mal ein paar Galaxien und dann ist wieder ein leerer Raum vielleicht. Da sind wieder mehrere Galaxien. Also Galaxien häufen sich irgendwie. Man fragt sich, warum ist das Universum nicht wirklich symmetrisch seit dem Urknall? Warum gibt es bestimmte Zentren, in denen sich Materie angesammelt hat? Und wie müsste eine Galaxie rotieren, wenn ihre sichtbare Materie zugrunde gelegt wird? Wenn wir nur die als sichtbare Materie nehmen würden, wenn man die Sterne sich anguckt, die galaktischen Nebel, die Gaswolken an sich, die Molekülwolken, uns Menschen, wenn wir alles zusammennehmen, was man so von einer Galaxie kennt, was die Materie ausmacht, wie rotiert sie tatsächlich? Hier ist eine Diskrepanz feststellbar. Und zwar links ist das, was man eigentlich vermuten würde, wie eine Galaxie rotieren müsste, wenn man es zum Beispiel vergleichen würde, rein analog zu unserem Planetensystem. Unser Planetensystem ist ja so, dass sich die Planeten in der Nähe der Sonne schneller bewegen als die Planeten weiter außen. Die Energie nimmt eben ab, je weiter man nach außen kommt. Und dieselbe Annahme hatte man damals, als man sich überlegte, ja, wie rotiert denn nun eine Galaxie? Und was man beobachtet, ist das rechte Bild, also komplett verschieden. Wie ist es möglich, dass so viel Energie in den äußeren Spiralarmen noch möglich ist? Man hatte da versucht, Erklärungen zuzufinden. Also das heißt, es ist nicht mit den newtonschen Gesetzen sozusagen? Überhaupt nicht. Es driftet total auseinander. Wenn wir die rein gravitativen Gesetze nun annehmen, was wir so kennen, dann stellt man fest, kommt man nicht auf das Ergebnis, was man beobachtet. Der Arm draußen, der rotiert etwa so schnell wie das, was innen geschieht. Darum geht es. Also diese Strukturen, die wandern sehr schnell mit und hier wandern sie kaum mit. Und im Zentrum tut sich das Gleiche wie hier. Und dann fragt man sich, woher kommt die ganze Energie da außen herum? Ja, und da sieht man, also das driftet total auseinander. Und dann kam es zu der Idee, da müsste es irgendeine dunkle Masse, irgendwie so eine Materie geben, die man aber nicht sehen kann, die auch nicht in der Lage ist, irgendwie beleuchtet zu werden von Sternen, die nicht auf elektromagnetische Wellen reagiert, also irgendwie etwas, was sich komplett entzieht. Und ich möchte zeigen, was es nicht ist. Man hätte denken können, ja gut, es gibt ja dunkle Wolken in der Milchstraße, die bedecken andere Sterne, das gibt es ja zuhauf. Zum Beispiel der Pferdekopfnebel ist ein schönes Beispiel. Hier leuchtet eine Wasserstoffwolke und da vorne
ist eine Molekülwolke der Pferdekopfnebel. Dieses Bild hatte ich 4 Stunden belichtet in den französischen Alpen und das sind Objekte, die man gerne aufnimmt. Das ist immer wieder faszinierend zu sehen. Es gibt noch andere Bilder, das Bild hatte ich zum Beispiel in Namibia gemacht. Das ist ein Koma, also so eine Corona Australis, ne, die südliche Krone am Himmel. Und hier sieht man ganz dunkle Wolken, die Sterne verdecken und in denen auch selbst Sterne entstehen können in diesen Molekülwolken. Im Grunde sind das Geburtsstätten neuer Sterne. Und hier sieht man schon sehr schön, dass die Molekülwolken bereits entstanden, also dass im Grunde sich da schon Nebel gebildet hat und dass hier Sterne entstanden sind, die in der Lage sind, durch ihre Strahlung den Nebel zu beleuchten. Das sind Reflexionsnebel. Die Nebel leuchten nicht selbstständig, im Gegensatz jetzt zu Emissionsnebeln wie Gasnebel, die rotes Licht aussenden. Und hier haben sich sogar schon Sternhaufen gebildet, Kugelsternhaufen. Hier sieht man auch noch leicht diffus beleuchtete also Molekülwolken und hier eben komplett schwarz. Aber das ist eben dunkle Materie nicht, weil wir sehen es, weil es dunkel ist und andere Sterne bedeckt. Aber dunkle Materie ist nicht wirklich dunkel, sie ist durchsichtig. Was unterscheidet dunkle Materie von Materie eigentlich? Sie besteht noch nicht mal aus Atomen. Sie ist nicht über das elektromagnetische Spektrum zugänglich. Sie ist weder hell noch dunkel und lässt sich daher nicht beobachten. Aber sie wirkt über Gravitation. Und das ist das Aha-Erlebnis. Und das, was ich auch eben schon gesagt hatte, im Grunde wird sie ja postuliert wegen der Gravitation. Das heißt, so ist sie ja eigentlich definiert. Und man kann es sogar beobachten, sogar auf Fotos. Und hier habe ich ein Beispiel. Hier ist ein Galaxienhaufen zu sehen, sehr, sehr tief belichtet, ein Bild von der ESO. Und was man hier sieht, Albert Einstein hatte gesagt, wenn es Gravitation gibt und Galaxien vor einem anderen Objekt stehen würden, wäre der Raum über die Masse im Raum in der Lage, das Licht zu krümmen. Das heißt, wenn eine Galaxie dahinter steht, wäre der Raum in der Lage, das Licht umzulenken. Und das wären sozusagen Gravitationslinseneffekte. Aber man hat ja gesagt, solche Effekte dürfte man eigentlich nicht beobachten können, weil die Masse der Galaxie nicht ausreichen würde, um solch einen Effekt zu erzeugen. Aber was man sieht ist, man beobachtet es trotzdem. Und zwar, wenn man genau schaut, gibt es Bögen um diesen Zentrum, um das Zentrum herum. Und wenn man genauer hinschaut, sieht man solch einen Bogen einer einzelnen Galaxie, die im Hintergrund steht. Woher weiß man eigentlich, dass das da jetzt eine Galaxie ist, die im Hintergrund steht? Und woher weiß man, dass dieser Bogen zum Beispiel auch dasselbe Objekt ist, was da unten zu sehen ist oder auch hier? Es scheint sich um eine Galaxie zu handeln oder um einen kleinen Galaxienhaufen, der aber älter ist und weiter hinten steht. Und das kann man herausfinden, indem man schaut, wie die Rotverschiebung ist. Also man sieht, diese Objekte sind alle auf einer Ebene. Mit der Spektralanalyse kann man das feststellen, dass diese Objekte zu einem Ursprung gehören. Und man sieht wirklich, ja tatsächlich, das, was dahinter steht, wird plötzlich über eine Gravitationslinse derart gebeugt, gebrochen, also ganz eigenartig. Und dieses Phänomen kann man auch berechnen, indem man sagt, okay, wenn man jetzt alle Bögen annimmt, die man beobachtet, kommt man im Grunde auf so eine Verteilung an dunkler Materie im Raum. Also so wäre die Verteilung von dunkler Materie, die man überhaupt nicht sehen kann. Und solch eine Beobachtung hat man auch gemacht bei dem Bullet-Cluster. Man hatte Galaxien beobachtet, die im Grunde, also Galaxienhaufen, die durcheinander durchgedrungen sind. Und raus. Und. Ich meine, das ist doch schon. Ist schon drin, ja, dann. Du kannst hier weiterschauen. Mhm. Ja, wunderbar. Ja, das ist gut. Und diese Objekte hier, dieser Galaxienhaufen ist durch den anderen hindurchgedrungen. Und man sieht schön, dass es eben Materie gibt, dunkle Materie, die direkt mit dem Haufen mitzieht und Staub- und Gaswolken, die hinterherbleiben, die Träger sind. Aber das Blaue, das soll die dunkle Materie darstellen und wurde berechnet aufgrund dieser Phänomene. 1930 wurde erstmals von dunkler Materie gesprochen. Der Schweizer Astronom Fritz Zwickel untersuchte damals die Bewegungen von Galaxien im Koma-Galaxienhaufen. Und bis heute
ist kein direkter Nachweis von dunkler Materie gelungen. Ist einfach bis jetzt nicht möglich gewesen. Sind es leichte supersymmetrische Teilchen, also Neutralinos? Das ist hier die Frage, weil wenn es dunkle Materie gibt, müssten es Teilchen sein, die die dunkle Materie ausmachen, die eigentlich überhaupt keine Wechselwirkung eingehen mit der bisherigen Materie. Und dann würde man ein sogenanntes Neutralino postulieren in der Quantenphysik. Und das ist eigentlich der einzige Ausweg. Und deswegen wird auch versucht, am LHC in CERN, am Teilchenbeschleuniger, Riesen, also Energien aufzuwenden, um Protonen aufeinander knallen zu lassen. Und das Interessante ist, die Atomkerne bestehen ja im Grunde aus Quarks und den Gluonen, also im Grunde aus Klebeteilchen, die diese Quarks zusammenhalten, die Gluonen. Und jetzt geht man davon aus, dass wenn die Protonen aufeinander knallen, dass nun aus dieser Energie etwas entsteht. Aber nicht das, woraus die Protonen bestehen, fliegt daraus, sondern aus der Energie wird etwas Neues. Aber was daraus wird, ist immer was anderes. Immer irgendwie ein Zufall. Das weiß man nie, kann man nie vorhersehen. Und das macht es auch das so spannend, dass bei diesen enormen Energien, wo was aufeinander prallt, immer was Neues entsteht. Es könnte zum Beispiel ein kleiner Urknall entstehen, ein kleines schwarzes Loch, was ich nicht lange halten kann. Oder vielleicht fliegt da sogar ein Neutralino raus. Also, aber das ist sehr unwahrscheinlich und das ist aber eine interessante Suche. Zum Beispiel das Higgs-Teilchen wurde entdeckt und das vereinigt einige theoretische Brücken. Und, ja, das ist sehr spannend. Und jetzt erkennen wir, dass wir nicht nur nicht der Mittelpunkt der Welt sind, sondern dass auch der Stoff, aus dem wir bestehen, nur 10% der Materie im Universum ausmacht. Das ist schon erstaunlich. Also von dem, was wir sehen, oder? Von dem, was wir sehen. Nur das, was, ja. Und Edwin Hubble entdeckte 1948, dass sich die Galaxien voneinander entfernen. Und zwar, wie gesagt, von jedem beliebigen Punkt. Aber die Frage, wenn sich alles voneinander entfernt, wo war es eigentlich früher? Und das ist die eigentliche Frage, wo war es denn eigentlich gestern? Wo war es denn vorgestern? Und daher kam man dann eigentlich zur Urknalltheorie. Das ist das heutige Modell, wie man sich den Urknall vorstellt. Und interessant ist, dass hier ganz am Anfang der Entstehung sich das Universum schneller ausgedehnt hatte. Also deutlich schneller hat sich das ausgedehnt, dass es genau an diesem Punkt hier, wo plötzlich, das muss man sich wie eine Zeitachse vorstellen, unten sind ja auch die 13,7 Milliarden Lichtjahre aufgetragen, und man sieht, wie das Universum sich plötzlich schnell ausgedehnt hat, aber es musste sich schneller ausgedehnt haben als Licht, um diese Größe erreicht zu haben, innerhalb eines kurzen Momentes. Das heißt, wenn man sich das Universum so vorstellt, als ob es vor 13,7 Milliarden Lichtjahren mal so groß war wie ein Fußball, dann musste es plötzlich eine enorme Größe angenommen haben, mit Überlichtgeschwindigkeit. Okay, Einstein hat gesagt, nichts darf sich schneller bewegen als Licht. Das ist ja auch klar, dass dann gäbe eine Zeitumkehr und es gäbe ein Problem mit der Raumzeit allgemein, auch mit kausalen Zusammenhängen. Dennoch muss das hier geschehen sein, weil damals gab es noch nicht diese Grundfesten und es gab noch nicht die Protonen, wie wir sie kennen, es gab noch nicht all diese Gesetze, die wir heute kennen, das hat sich ja erst alles gebildet. Zumal ja erst die Zeit ins Spiel gekommen ist. Weil ein davor gibt es auch noch nicht einmal, weil davor gab es auch noch keine Zeit. Das heißt, vieles hat sich erst gebildet und das war alles irgendwie Strahlung. Und aus der Strahlung hat sich eigentlich Materie gebildet. Und das sagt ja auch ESMC², dass eben Energie mal Masse, im Grunde, dass das korreliert, dass man eigentlich aus Masse wiederum Energie erzeugen kann. Und das ist, was im Teilchenbeschleuniger geschieht. Das ist im Grunde, da steckt auch das Energieaufrechterhaltungsprinzip drin. Und aus dem Grund ist es möglich, dass aus Energie, aus Photonen, Materie entstehen kann. Aber es muss etwas gegeben haben, das eben diese Materie verteilt hat. Und im Grunde ist diese dunkle Materie so eine Art Grundlage für die Materie, die wir sehen. Als würde sich die Materie darin hineinnisten. Und es muss etwas gegeben haben mit dunkler Materie, sodass sich das die Strahlung nicht davon hatte beeindrucken lassen. Und dann konnte das Universum transparent werden mit der Zeit und konnte sich die Materie dann in diesen Inseln ablegen. So stellt man sich das ungefähr vor. Und das Interessante ist, an diesem Punkt hier fängt das Universum sich wieder an, beschleunigt auszudehnen. Das war ungefähr vor 6 Milliarden Jahren.
Und jetzt frage ich mich ja, wie kann das nur sein, dass das Universum plötzlich schneller wird? Wo kommt plötzlich die Energie her? Das war doch schon ein Urknall, wieso wird es jetzt wieder schneller? Das Universum breitet sich kurz nach dem Urknall mit Überlichtgeschwindigkeit aus und ging dann eben in gemäßigtes Tempo über, wenn man das so bezeichnen kann. Von der Hintergrundstrahlung befinden sich 411 Photonen in einem Kubikzentimeter. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn man heute das Nachglimmen des Urknalls beobachtet, kann man, egal welchen Kubikzentimeter man ausschneidet, immer diese 411 Photonen nachweisen. Und das steckt unter anderem auch darin, wenn man keinen Sender im Radio oder keinen Sender beim Fernsehen einstellt, in dem man ein Rauschen sieht, da steckt eben ein bisschen davon drin. Und jetzt möchte ich zur dunklen Energie kommen. Ich habe ja gesagt, da ist irgendetwas, was das Universum schneller expandieren lässt. Jetzt erstmal die Frage, was ist eigentlich Vakuum? Man sagt ja, das Universum wäre ein leerer Raum, da wo gerade nichts ist. Ja? Ich komme nicht ganz mit. Ah. An welchem Punkt? Unter Materie stelle ich mir etwas vor, was träge ist. Ich bin ganz naiv, ja? Ja. Wie kann etwas, was du jetzt Materie nennst, was ich sagen, in meiner Vorstellung erstmal träge ist, dazu beitragen, dass etwas sich schneller ausdehnt als die Luftlichtgeschwindigkeit? Also das ist eine Vorstellung, die kann ich noch nicht ganz vorstellen. Hm. Beim Beginn des Universums oder danach? Bis jetzt haben wir dunkle Materie gehabt, die ist nicht in der Lage, dass das Universum sich schneller ausdehnen kann. Diese dunkle Materie oder die ganze Materie würde dazu führen, dass das Universum wieder kollabiert. Es gibt keine Begründung, warum das plötzlich sich schneller ausdehnen könnte. Mit allen Berechnungen... Am Anfang hast du ja gesagt. Am Anfang. Ja. Da gab es noch nicht die Materie. Und das ist der Grund, warum das möglich war. Weil damals gab es noch nicht einmal das Licht, wie wir uns das vorstellen. Also auch nicht die dunkle Materie. Nein, die dunkle Materie hat sich kurz danach gebildet, nachdem das Universum Fußball groß war. Also es war im Grunde, hat sich schnell ausgedehnt und nach dem schnellen Überlichtgeschwindigkeitsausdehnen hat sich das alles gesettelt und bilden können. Auch die dunkle Materie. Ja, auch das dann. Aber das war ungefähr das Erste. Und die dunkle Materie war auch ungefähr das, was dann... das ganze Universum war durchflutet mit Licht quasi. Und die dunkle Materie war das Einzige, was dieses Licht oder die Welteninseln im Grunde erzeugen konnte, so eine Gruppierung erzeugen konnte. Das konnte noch keine Materie, noch keine Antimaterie, die sich hätten eigentlich vernichten müssen, wodurch hätte eigentlich quasi aufheben müssen, dunkle Materie und dunkle Energie, also dunkle Materie und Materie, aber es ist jedenfalls ein interessantes Phänomen, dass das möglich ist, ne? Dass überhaupt dunkle Materie sich nicht so beeindrucken lässt. Und jetzt komme ich zu einem Phänomen, was der dunklen Materie entgegenstrebt. Weil eigentlich, wenn so viel mehr Materie da wäre, müsste das Universum ja irgendwann wieder kollabieren, durch diese große Wirkung der Gravitation. Aber so ist es komischerweise nicht. Da scheint eine Kraft der Gravitation entgegenzuwirken. Und deswegen frage ich, was ist Vakuum? Vakuum ist eigentlich der leere Raum zwischen den Objekten. Und wo kommt das Vakuum eigentlich vor? Und es wurden virtuelle Teilchen postuliert, im Grunde eine Kraft, die das Vakuum ausmacht. Das heißt, wenn man ein Vakuum herstellt, wurde festgestellt, dass im Vakuum selbst eigentlich eine Energie entsteht. Und zwar konnten auch Experimente gemacht werden, dass ein Vakuum erzeugt wurde, wie zum Beispiel nach Box, und die wurde leer gepumpt. Dann hatte man im Grunde Glasplatten, also Metallplatten reingehängt und hat festgestellt, dass diese Platten sich aufeinander zubewegen. Da hat man sich gefragt, wie ist das eigentlich möglich? Und zwar ist es so, in der Quantenfeldtheorie sagt man, dass es Energien gibt oder bestimmte Wellenlängen. Und eine solche Wellenlänge würde zum Beispiel zwischen die Platten passen. Nur die können entstehen aus allen Möglichkeiten, diese zwei Teilchen. Also virtuelle Teilchen heißt, es entsteht etwas aus einem gemeinsamen Ursprung und vernichtet sich gegenseitig und löscht sich aus, dann ist es weg. Und virtuell heißt es deswegen auch, weil die Lebensdauer so kurz ist, dass man sie nie sehen und messen kann. Aber es ist so eine Art Druck zu messen durch das Vernichten von virtuellen Teilchen. Und dieser Druck führt dazu, wenn jetzt nur hier zwischen die Platten eine Energie passt von dieser speziellen Wellenlänge, zwischen die Platten, gibt es aber ringsherum alle Möglichkeiten sozusagen im Universum, die nicht eingesperrt sind durch so eine Definierung.
Und dieser Druck von allen Möglichkeiten ist stärker als dieser Druck dazwischen. Und dadurch können sich die Platten aufeinander zubewegen. Und tatsächlich ist in dem großen Raum ein Druck von Teilchen, die einfach sich entschließen zu entstehen im Nichts. Das ist eigenartig, das konnte man überhaupt nicht richtig verstehen. Das scheint aber die treibende Kraft zu sein. Und Stephen Hawking behauptete sogar, okay, man kann sie nicht messen und kann sie nicht wirklich feststellen, aber er postulierte, dass schwarze Löcher, die verschlucken ja Licht und kein Licht kann schwarzen Löchern entweichen. Aber er postulierte, dass virtuelle Teilchen es schaffen müssten, weil die Gravitation eines schwarzen Lochs ist so unterschiedlich, sogar auf kleinen Skalen, am Ereignishorizont, da wo das Licht verschluckt wird, dass eines der virtuellen Teilchen, was sich eigentlich mit dem anderen hätte vernichten müssen, absinkt im schwarzen Loch und das andere quasi in die Realität abweichen kann. In einem Strahl, in der Hawking-Strahlung wird gesagt, in einem Jet, der quasi um 90 Grad zu dem schwarzen Loch so geneigt ist. Und da könnten virtuelle Teilchen manifestiert werden, könnte man sagen. Und ja, vor 6 Milliarden Jahren begann sich das Universum beschleunigt auszudehnen. Und das ist genau der Effekt. Und diesen Effekt kann man beobachten. Das heißt, wenn man die Objekte misst und nimmt eigentlich an, dass das Universum sich zum Beispiel linear fortbewegt, stellt man fest, dass die Objekte fast doppelt so weit weg sind, als man eigentlich vermuten würde. Und das kann man nur erklären, indem man sagt, ja, das Universum muss sich in der Zwischenzeit irgendwie noch schneller und noch schneller ausgedehnt haben. Und weil die Vakuumenergie eine Eigenschaft des Raumes selbst ist, nimmt sie zu, wenn es mehr Raum gibt. Das heißt, je mehr Raum ich habe, desto mehr kann darin entstehen und den Raum auseinandertreiben. Und nochmal und nochmal. Und das ist ein eigenartiges Phänomen. Das Universum hat inzwischen vermutlich einen Durchmesser von mindestens 78 Milliarden Lichtjahren. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist schon eine gewaltige Zahl. Aber irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Ich habe gesagt, das ist ja nur 13,7 Milliarden Jahre alt. Wie kann es dann so einen Durchmesser haben? Aber da kommen wir gleich zu. Die dunkle Energie wächst stetig an und ist im Grunde die Triebfeder des beschleunigten Universums. Und ich möchte hier noch zeigen, ich hatte ja eben gesagt, 10% von der Materie. Wenn man jetzt aber alle Kräfte so des Universums mal zusammennimmt, und dann stellt man fest, dass wir mit unserer sichtbaren Materie, inklusive Molekülwolken und Menschen, der Erde und so, eben 5% ungefähr ausmachen. Und 95% ist dunkle Materie und dunkle Energie. Im Grunde könnte man da fast sagen, nur 5% ist bekannt von allem. Und das ist eine neue Erkenntnis, relativ neu, dass wir wissen, dass wir nur 5% wissen. Und so stellte man sich das vor 13,7 Milliarden Jahren vor. Damals gab es gar keine dunkle Energie. Da war der Raum viel zu klein, als dass es hätte geben können. Und heute ist die dunkle Energie die treibende Kraft, die überwiegt. Und die dunkle Materie ist geschrumpft. Und nur so wenig Atome im Grunde. Das muss man echt mal auf sich wirken lassen, was das für eine Entwicklung war. Wobei wir hier nur Sachen postulieren, die man nicht nachweisen kann. Richtig. Das Ding ist, man kann sozusagen nachweisen, dass man das nicht sehen kann. Und stellt Dinge fest. Also wie gesagt, das steht alles total auf wackeligen Füßen. Aber die einzige Behauptung ist ja eigentlich, dass wir 5% kennen und den Rest nicht. Und was das ist, ist total unbekannt. Und man geht aber davon aus, dass diese dunkle Materie und dunkle Energie sich auch ineinander verwandeln, oder noch? Das nicht. Das nicht. So, das verhält sich also anders als das Verhältnis zwischen Materie und Energie. Ja. Ist unbekannt. Also man kann darüber also man kaum. Hat keine Ahnung. Naja, keine Ahnung. Überhaupt nicht. Ja. Deswegen ist es so, ist so viel offen, weil er überhaupt keine Ahnung hat. Aber nimmt man jetzt zum Beispiel an, dass, wenn da auf das Bild vorhin zurückgehst, wo links da diese Inflationsphase ist und dann nimmt die Ausdehnungsgeschwindigkeit ab und dann nimmt sie wieder zu. Und man dann annehmen, dass das Universum so aufgeht wie eine Blume und immer mit zunehmender Geschwindigkeit sich noch schneller ausdehnt. Ja, es wird wahrscheinlich irgendwann auch wieder über Lichtgeschwindigkeit erreichen, was aber auch gar kein Problem ist, weil der Raum ist kein Medium. Also Einstein hatte noch zu seiner Zeit den Äther im Spiel.
Und da wurde noch vermutet, dass das Universum mit Äther durchflutet ist, als ob das Licht ein Medium bräuchte, wie die Wasserwelle. Aber dann hat er damit aufgeräumt, hat gesagt, das Licht braucht es nicht. Und weil der Raum selbst sozusagen wie eine Längenskala ist, die sich verändern darf, ist das Licht unbeeindruckt davon. Das Licht durchquert einfach den Raum und man misst eben die Geschwindigkeit vom Licht und der Raum selbst darf sich schneller als Licht ausdehnen und das Licht kann auch dementsprechend zurückbleiben. Es hat aber trotzdem immer Lichtgeschwindigkeit, wenn man es da messen würde. Dennoch wird es nie zu uns Menschen kommen an diesem Hubble-Radius, an dem Radius vom sichtbaren Universum von 13,7 Milliarden Lichtjahren. Was dahinter ist, ist immer unsichtbar, weil das Universum wahrscheinlich viel größer ist, weil es sich ja eben weiter schneller ausgedehnt hatte und der Raum stetig immer anwächst. Und das Licht, was bereits Strecken zurückgelegt hat, diese Strecken haben sich danach weiter ausgedehnt. Und aus dem Grund kann man sagen, okay, das Licht hat einen Weg von 13,7 Milliarden Lichtjahren zurückgelegt, aber dahinter und später hat sich der Raum ja wieder ausgedehnt. Das heißt, man könnte sagen, das Licht hätte einen viel weiteren Weg zurückgelegt, würde man fast vermuten, aber eigentlich nur den Weg und danach erst haben sich die Strecken verlängert. Aber wenn es jetzt nie jenseits dieses Horizontes dann könnte das ja sozusagen, rein theoretisch könnte das ja eine Unendlichkeit sein, weil man ja nicht weiß, man kann ja nicht dahinter gucken. Wenn es eine Unendlichkeit gibt, kann es ja auch nicht so einen Anfang gegeben haben. Das Problem ist, dass ja alles sich entfernt, was man misst. Auch die Galaxien, die an diesem Rand sind. Und wenn man dann zurückgeht, stellt man fest, man kommt in einen Punkt. Und deswegen geht man auch davon aus, dass die Galaxien, die jenseits des Horizonts sind, sich auch entfernen. Zumal einige hinter dem Horizont irgendwann verschwunden sind. Und deswegen ist die Annahme, dass sich das, wenn man es zurückverfolgt, in einen Punkt mündet und sich auch ausdehnt. Und was sich ausdehnt, kann eigentlich noch nicht unendlich groß sein. Ist im Grunde eine abzählbare Unendlichkeit, diese Geschichte, dass es sich auf ewige Zeiten ausdehnen wird, aber noch nicht oder niemals dieses unendliche Volumen erreichen kann. Ist es aber denkbar, dass irgendwann, wenn das Universum sich schnell genug ausdehnt mit Überlichtgeschwindigkeit, jeder Stern sich von jedem anderen mit Überlichtgeschwindigkeit entfernt, sogar jedes Individuum oder jede, also wenn dann vielleicht noch sowas wie Individuen existieren würden, die würden sich mit Überlichtgeschwindigkeit voneinander entfernen und könnten einander nicht mehr sehen. Und dann wären wir alle in einem solipsistischen Universum eingesperrt. Jeder existierte nur noch für sich selber. Ja, diese Annahmen hat man, genau. Ja. Also dass das Universum irgendwann schwarz wird und dass sich jeder beliebige Ort von dem anderen mit Überlichtgeschwindigkeit entfernt. Während die Objekte aber selbst nicht mit Überlichtgeschwindigkeit sich ausbreiten oder fortsetzen, ist auch keine Informationsübertragung, sondern es ist rein, dass der Raum dazwischen anwächst und die Objekte mitträgt. Aber sie entfernen sich nur in dieser Weise voneinander. Aber interessant ist, dass diese Punkte sich gegenseitig nicht mehr wahrnehmen könnten. Überhaupt und alles nicht. Jeder Punkt nur noch isoliert für sich besteht. Und das ist auch der Grund, warum davon ausgegangen wird, dass das Universum irgendwann komplett schwarz wird. Weil man nichts mehr sieht, weil alles sich entfernt voneinander so schnell. Aber es ist doch auch die Annahme, dass über die schwarzen Löcher es Paralleluniversen gibt. Ja, das ist wieder noch ein anderer Aspekt, dass eben, schwarze Löcher. Genau. Dazu nur eine Frage. Diese Entfernung von den Sternen oder von den Galaxien voneinander, die wir wahrnehmen, heißt es auch, dass die Entfernung zwischen uns gleichzeitig auch sich größer wird? Oder sind das sozusagen Systeme, die für sich genommen sozusagen in ihrer Größe bleiben und voneinander sich so entfernen? Oder ist innerhalb dieses Systems, also zum Beispiel in der Erde und die Entfernung in der Erde, ist da auch eine Ausdehnung? Ja, das ist unterschiedlich. Zum Beispiel bei Galaxienhaufen wird die Gravitation erstmal da die überwiegende Kraft sein und da wird noch nicht Überlichtgeschwindigkeit auftreten, eher zwischen den Galaxienhaufen. Wenn aber die dunkle Energie anwächst, und das ist zum Beispiel bei Supernova-Explosionen so, dass die Materie eines gestorbenen Sterns es gar nicht so weit wegbringen dürfte. Die Materie dürfte gar nicht so weit wegströmen, sodass wir Menschen zum Beispiel entstanden sind, so in unserer Nachbarsonne, ist mal explodiert, wodurch sich ja unser Planetensystem hatte bilden können.
aber die Materie hätte nicht so weit zu uns kommen können, weil die Gravitation so stark war dort. Nur über die dunkle Energie kann man erklären, warum das so nah zu uns gekommen ist. Und die dunkle Energie könnte auch da bei den großen Skalen eine Rolle spielen, dass irgendwann die Kraft in den Zentren größer wird und die Objekte auseinandertreibt. Das heißt, es muss erst einmal so viel Energie da sein, dass dort auch alles schwarz und dunkel wird. Also erst einmal auf großen Skalen entfernt sich das und irgendwann kommen wahrscheinlich auch die Zentren an die Reihe. Aber diese Entfernung, ich hatte mich gefragt, ist nicht in der Molekularstruktur oder doch in der Molekularstruktur? Ja, das ist eine Frage. Also Quantenphysiker postulieren, dass sehr vieles so relativ ist, aber dass auf der Atomstruktur, beziehungsweise ja, so quantenmäßig, dass da Abstände zwischen Atomen eventuell gleich bleiben. Das hätte viel zu folgen, dass die Molekularstruktur sich ausdehnen würde und atomar gesehen aber nicht viel passiert. Wer weiß, was das bedeutet. Da kann irgendwann, was weiß ich, alles zerfallen, keine Ahnung. Und könnte man zu der letzten Folie, wo wir das Tortendiagramm mit den Massenverteilungen, das sind die Neutrinos ja auch dann Massen belegt. Genau, Neutrinos haben auch eine Masse, ja. Und die Antimaterie, wie kann man dann die hinein? Ja gut, die Antimaterie gehört auch zur Materie, zur sichtbaren Materie, die ist dabei. Halbe-halbe? Nein, nicht halbe-halbe, weil unsere Materie ja überwiegt, aber es gibt Galaxien, ich habe auch immer gerne eine Galaxie fotografiert auf der Südhalbkugel, das ist Centaurus A, und die hat starke Gammastrahlung auch. Und da nimmt man an, dass dort auch Antimaterie vorhanden ist, die auch zu Sternentstehungen beiträgt. Und es ist eine sehr aktive Galaxie mit einem massereichen schwarzen Loch. Und es gibt auch heute noch in Galaxien Antimaterie. Und die ist mit in dem Tortendiagramm. Kann man da prozentuale Gewichtung sagen? Sehr schwierig, also weniger. Weniger, ja. Aber du hattest ja noch von den Haaren erzählt. Ja, das kommt natürlich. Ja, der Radius des sichtbaren Universums ist heute so groß und die Grenzgalaxien sind 46 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Also wenn man jetzt von unserem Punkt ausgeht und überlegt, ja, was ist hinter dem, was wir sehen, liegt das bei dieser Entfernung. Aber von wo wird überhaupt gemessen? Ja, das sind natürlich immer wir. Und wenn wir uns so vorstellen, was sehen wir um uns herum? Sehen wir uns um uns herum das sichtbare Universum. Und wenn wir weiter irgendwo anders hinfliegen würden oder bewegen uns, haben wir immer natürlich diesen Hubble-Radius um uns herum. Und deswegen könnte man eigentlich sagen, dass jeder Einzelne das Zentrum des Universums, ja, zumindest des sichtbaren Universums ist. Und gut, in so einer Art Unendlichkeit oder so einer Art ausdehnenden Universum, was immer ja, so einen Radius hat von jedem beliebigen Beobachter aus, würde man vom absoluten Standpunkt sagen, ja, wenn jeder ein eigenes Zentrum hat, gibt es ja eigentlich gar kein Zentrum. Das ist eine philosophische Frage. Aber ist das Zentrum dann nicht sozusagen auf der nächsten Dimension bezogen? Ja, auch diese Überlegung wäre denkbar. Müsste ja so sein, oder? Ja, im Grunde hängt es immer davon ab, wie wir überlegen, wie wir denken. Also weil wenn von jedem Punkt aus sozusagen diese Ausdehnung sichtbar ist, das ist ja so, weil sozusagen diese Raumkrümmung auf der vierten Dimension und dann müsste auch das Zentrum in der vierten Dimension sein. Ja, wobei ich da ein Problem mit der vierten Dimension habe, weil ja eigentlich die vierte Dimension eher die Zeitachse darstellt. Müsste man vielleicht einen Schritt höher machen und sagen fünfte Dimension oder so. Weil eigentlich ist ja die vierte Dimension die Zeitachse, die wir ja eigentlich gut verstehen. Im Grunde leben wir ja im vierdimensionalen Raum. Ist ja schon so. Ja. Und jetzt aber noch was ganz Interessantes, und zwar neueste Berechnungen. Also man hatte was völlig Interessantes gemacht. Man hatte die Überlegungen und die dunkle Materie und die dunkle Energie in ein Computermodell einfach mal übernommen. Man hatte einfach alles, was wir so postuliert haben, berechnen lassen. Also nicht irgendwie so illustriert, sondern wirklich eine Simulation der ganzen Welt aufgrund der gesamten Annahmen. Und herausgekommen ist so eine Gitterstruktur im Universum, also das mit der dunklen Materie, und es ist interessant, wie ähnlich diese simulierten Galaxien unseren Galaxien im Universum sind und wie die wirklich die Verteilung ist. Aber es ist noch was ganz anderes rausgekommen, und zwar, dass man so Fäden entdeckt hat. Dunkle Materiefäden wurden berechnet,
die von jedem Planeten ausgehen müssten. Und das sähe dann so aus. Haare aus dunkler Materie um die Erde. Also Rechnungen legen zugrunde, dass sich in der Nähe von Massen dunkle Materiefäden bündeln müssten. Und die dann eben so ganz haarfein, ganz schnurstracks gerade ins Universum gehen. So Mondentfernung sind sie noch sehr stark, nehmen dann so langsam ab, aber können auch zur Sonne reichen und von das, was von der Sonne kommt, auch zu uns. Und so sieht das dann noch auf größeren Dimensionen aus. Die Erde mit diesen haarfeinen Strahlen an dunkler Materie. Das ist eine ganz neue Entwicklung, ganz neue Forschung. Man weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber das wurde jedenfalls berechnet. Und da kam mir so der Gedanke, wenn man irgendwie so ein naturalistisches Bild hat, und wir sind ja hier irgendwie auf einer Astrologietagung, dann könnte man vielleicht auch hiermit weitermachen. Auch einfach mal spinnen, was das eigentlich bedeutet, wie das vielleicht mit Geometrien zusammenhängen könnte, ob ein Planet, der die Sonne umkreist, hier nun solche Fäden abschatten würde und ob bestimmte geometrische Verhältnisse sich dadurch beeindrucken lassen. Das war einfach mal so meine Überlegung, die ich hierzu hatte, wenn wir mal dieses Feld der dunklen Materie beachten würden. Ja. Genau, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach... Mit Gravitationskräfte sozusagen das da wirken oder etwas wirkt, was wir nicht messen können oder nicht noch nicht messen können, genau. Und was diese Modelle ergeben. Und das macht das Ganze halt auch wiederum sehr offen für Überlegungen. Und das finde ich total spannend, ja. Das sind das Gravitationswellen mit der dunklen Materie wechseln würden. Ja, das ist natürlich... entscheidend auch. Also wie gesagt, dunkle Materie ist ja nicht unbeeinflussbar, sondern ist beeinflussbar eben durch gravitative Effekte und eben auch über Wellen. Und wenn sich Planeten umeinander fortbewegen, werden ja Wellen erzeugt in der Raumzeit und dadurch könnten auch hier natürlich Wellen in diesen Linien entstehen. Man könnte da einfach mal weitere Überlegungen anstellen. Ja. Gibt's eine Frage? Hast du jetzt noch mehr? Nee, das, ich bin schon bei der Diskussion. Gut. Genau, sind wir in der Diskussion. Ja. Genau. Darum habe ich kein Bild.